heißt Hans Jürgen Meier, genauso sieht er aus. Er wohnt hier an der Ecke, dem alten Backsteinhaus. Er wohnt dort seit 30 Jahren, länger kenne ich ihn noch nicht. Und in unserem Steinstädtchen kennt keiner ihn wohl nicht. Seine Mutter war eine liebe Frau, doch den Nerv hatte sie nicht, um zu überstehen, was Hans Jürgen bringt ins Licht. Sie starb am Schott mit Herzinfarkt im wiederholten Fall, denn bei Meyers gab es täglich einen neuen Knall. Gerade in der letzten Woche, da passierte ein Malheur, da hörte ich ihn schreien, denn ich wohne einen Hör. Den Schlüssel seiner Haustür hatte ich mir schon besorgt, doch hat er das Schlüsselloch wegen Zugluft fest verkorkt. Als ich dann endlich drin war, da lauschte ich gebannt, aus welcher Himmelsrichtung kommt ein neuer schreiend Brand. Ich hörte etwas bellen und ich dachte, mich trügt der Schein. Es war sein verbeulter Dackel, er pisste mir ans Bein. Wut entbrannt mit nassem Fuß, so kämpfte ich mich vor. Über 100 alte Reifen, da drüben riecht's nach Chlor. Die Schreie wurden deutlicher, ich dachte, ich wär am Ziel. Doch von Türen ohne Klinke erhalte ich nicht viel. Mit einer Gardinenstange, da bekam ich sie auf. Das Erste, was ich merkte, jetzt beginnt ein schwerer Lauf. Denn den linken Fuß, den hatte er tief unten in dem Klo. Und das Erste, was er sagte, guten Tag, wie geht's denn so? Er sagte mir, er hätte die Spülung flicken wollen, doch auf die Brille steigen hätte besser er nicht sollen. Denn der Deckel, der war eingekracht schon nach dem ersten Schritt. Und Hans Jürgen Meier, den riss es einfach mit. Nach einer halben Stunde, da hatte ich ihn befreit. Er bedankte sich auch herzlich und sagte, es tät ihm leid. Und als wir abends saßen, er war schon ziemlich bereit. Er ging raus, ich hörte ihn schreien und wusste schon Bescheid. Thank you.